Hallo und herzlich willkommen. Heute begegnen sich hier zum vereinsinternen Testspiel die dritten Herren und die U19 vom Hamburger SV. Die dritten Herren, dieses Jahr in die Oberliga aufgestiegen, erwartet eine technisch versierte A-Bundesliga-Mannschaft. Interessant zu sehen wird auch, wie die Junioren mit der Physis der Herren umzugehen wissen. Und das ist Peter Beke, 18 Jahre jung, mit ungarischen Wurzeln ausgestattet. Letzte Saison mit 18 Saisontreffern, stärkster Torschütze seiner Mannschaft und damit auch dieses Jahr wieder einer der Hoffnungsträger. Und rein ins Spielgeschehen. Arn flankt in den Strafraum, dort springt Scholz ein, doch der verzieht knapp. Gute erste Chance. Die U19 über links. Flanke auf den Elfmeterpunkt, da ist Velasco. Doch noch kein Treffer. Und gleich nochmal, Sousa in den Strafraum und da lauert Robin Velasco. 31. Minute und es steht 1:0 für die U19 des Hamburger Sportvereins. Da hat der gerade erst 17 gewordene Mittelfeldspieler keine allzu großen Probleme mehr. Technisch versiegt von Suhonen. Schöner Ball in den Lauf von Beke, der allein vorm Torwart. Doch verzieht knapp. Das Ding macht er eigentlich im Schlaf und das weiß er auch. Schöner Chip auf Suhonen. Der legt ab auf Beke und diesmal zappelt die Kugel im Netz. Der Angreifer mit seinem ersten Tor in diesem Spiel. Und da hat er wirklich leichtes Spiel. Den hätte er vermutlich auch mit verbundenen Augen noch gemacht. Und rein in die zweite Hälfte. Jetzt mal die Herren. Über zwei Stationen landet er bei Bomorone. Der schließt aus spitzen Winkel ab und trifft. Das 2:1 für die Herren unmittelbar nach Wiederanpfiff. Ist das vielleicht der Beginn einer Aufholjagd? Und das macht der ehemalige Altona 93-Kicker hier ganz stark. Mit einem platzierten Schuss ins Eck überwindet er den Keeper. Peter Beke mit dem Pass zu Suhonen. Der leitet weiter auf Zalli. Der kommt in den Strafraum rein, zieht ab und trifft. 61. Minute, 3:1 durch den albanischen Jugendnationalspieler Valentin Zalli. Seit 2014 kickt er schon für die Rothosen. Jetzt sind die Junioren am Drücker. Juhu Kilo, weiter auf Jason, der allein vorm Tor und schließt ab. Der 17-Jährige kam zu dieser Saison von der eigenen U17 und agiert hier ganz abgebrüht. Wieder geht der Angriff von Kilo aus. Der schickt Beke auf die Reise, der läuft allein aufs Tor zu und drin ist das Ding. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Mittag zeigt er, dass er schon bereit ist für die anstehende Bundesliga-Saison. Langsam haben die dritten Herren wohl keine Lust mehr. Das geht zu einfach. Jason auf Pakia, der hat keine große Mühe und schiebt ein. Ware Pakia ist einer der wenigen externen Neuzugänge der U19. Er kommt von Borussia Dortmund. Zum Abschluss nochmal ein schöner Treffer. Robin Velasco mit seinem zweiten Treffer hier und heute haut das Leder vom 16er mit Vollspeed rein. Und das war's dann auch. Ein abschließendes Statement gibt es von U19-Coach Petrowski. Das Ergebnis ist in den Testspielen eigentlich zweitrangig. Wir wollen das, was wir in den Trainingseinheiten geübt haben, das einfach in diesen Testspielen umsetzen. Und ich glaube auch, dass über lange Zeit auch eine enge Partie war, gerade nach der Halbzeit HSV 3 nochmal mehr Druck gemacht hat, wo wir auch ein bisschen Probleme hatten, ins Spiel zu kommen, wo wir dann auch das Gegentor gleich kurz nach der Halbzeit kriegen. Also ich denke, das war über weite Strecken ein engeres Spiel, als am Ende das Ergebnis ausdrückt. Er hat letztes Jahr auch in der Saison schon viele Tore gemacht. Aber es wird auf die ganze Mannschaft ankommen, weil auch er wird nur Tore machen, wenn die ganze Mannschaft funktioniert. Deswegen ist er ein Faktor, aber die
ganze Mannschaft ist wichtig. Daniel Petrowski hat vom Spielverlauf her kein 7:1 gesehen und betont die Wichtigkeit einer Einheit. Nur so können Topstürmer wie Beke brillieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.